Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da, es gibt ein paar neue Infos von mir. Und zwar werde ich bald operiert. Zunächst mal, nächste Woche ist meine letzte Chemo. Wahnsinn, oder? Guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Also ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das jetzt wirklich so schnell geht und so problemlos über die Bühne geht. Natürlich habe ich Nebenwirkungen gehabt, aber ich glaube, verhältnismäßig wenig. Was sich jetzt zuletzt ereignet hat, ist, dass meine Nägel sich also lösen. Hier so der Mittelfinger und der Ringfinger. Da ist halt Luft drunter. Ich muss meine Nägel auch noch neu lackieren. Die sehen nicht mehr ganz so schön aus. Ja, das wächst aber raus und es tut nicht weh. Es ist nur unangenehm. Das elektrisiert so ein bisschen, wenn man da halt gegenkommt. Also gerade eben bin ich immer kurz hängen geblieben. Da dachte ich so, haha, jetzt ist er ab. Aber nein, hält noch. Klopfen wir mal auf Holz, dass das auch noch eine ganze Weile hält und wirklich einfach nur so rauswächst. Was hatte ich noch jetzt so in letzter Zeit? Ich muss momentan vermehrt aufs Klo, weil ich dieses Cyclophosphamid bekomme. Das ist auch völlig normal. Auch da hilft das Antibiotika-Kur, die ich ja jedes Mal mache nach der Chemo. Das mache ich von Tag 5 bis Tag 12. Momentan auch sehr wichtig, weil heute waren das erste Mal meine Leukozyten so richtig im Keller. Das heißt, Menschenansammlungen meiden und manchmal Hände waschen, desinfizieren und sich nicht auf den letzten Metern irgendwie noch einen Fips wegholen. Das habe ich vor. Ja, unter anderem war ich heute im Krankenhaus und habe mir meinen Termin geholt für die OP. Hatte heute OP-Planungsbesprechung. Was passiert denn da schon wieder mit meinen Katzen? Ja, im Mai ist es soweit, da werde ich amputiert. Ich muss mich jetzt entscheiden, also nicht jetzt, nicht heute, aber bis zur OP muss ich mich entschieden haben, was ich machen möchte. Es gibt einmal die Option, mir einen Expander setzen zu lassen, der die Haut dehnt. Das Ganze kann bis zu 9 Monate dauern. Wenn die Haut genug gedehnt ist, wird der Expander ausgetauscht gegen ein Silikonkissen. Oder ich lasse das Ganze mittels Deep Flap, heißt das, auffüllen, also das Auffüllen, rekonstruieren. Das heißt, man nimmt Eigengewebe. In meisten Fällen, und ich habe da ja auch so ein bisschen das Wehten, kann man das auch sogar auch nehmen. Man kann auch den Eigengewebe aus dem Rücken nehmen oder aus dem oberen Po-Bereich. Also wenn, dann würde ich es aus dem Bauch gerne rausnehmen lassen. Da muss ich mich aber noch beraten lassen, da werde ich noch Termine machen. Mir wurde eine Klinik empfohlen von meiner Ärztin, die übrigens großartig ist. Ich liebe sie einfach. Das ist einfach die beste Ärztin in diesem ganzen Krankenhaus, habe ich das Gefühl. Und ich werde noch einen Termin machen in der Sana-Klinik in Düsseldorf. Da war ich ja mal zum allerersten Gespräch. Die waren auch sehr kompetent und sagten halt auch, sie sind halt wirklich sehr, sehr gut in der Rekonstruktion. Ich möchte mir ein paar Fotos zeigen lassen von den Ärzten, die halt rekonstruieren oder Chirurgen, die rekonstruieren. Ich glaube, das sind plastische Chirurgen, die sowas machen. Erstmal kommt die Brust ab. Das wird hier gemacht im Krankenhaus. Ob ich mir dann nun einen Expander einsetzen lasse, mein Kater ist zwischen meinen Beinen, ob ich mir einen Expander einsetzen lasse oder ob ich das lasse, weil das Risiko einer Kapselfibrose doch relativ hoch ist, weil ich ja noch bestrahlt werde, weiß ich noch nicht. Ich muss noch in mich gehen. Es spricht vieles für das Eigengewebe. Ich muss die Silikonkissen nicht tauschen lassen. Ich habe keine Rennerei, 9 Monate lang das Ding auffüllen zu lassen. Ich habe nicht 9 Monate lang Schmerzen oder Druck in der Brust. Ich habe halt 2-mal oder 3-mal partiell Schmerzen. Einmal halt bei der Mastektomie, einmal bei der Rekonstruktion und eventuell noch einmal bei der Anpassung. Ansonsten heilt es und ist gut. Und bei diesem Deep Flap hätte ich auch leichte Bauchdeckenstraffung mit dabei. Das heißt, danach habe ich keinen dicken Bauch mehr. es spricht vieles für das Eigengewebe, aber ich lasse mich da nochmal eingehend beraten. Ich mache da jetzt keinen Schnellschuss. Ich wollte euch noch was zeigen und bevor das alles wieder zu lange wird. Ich habe euch ja gesagt, meine Kosmetik und Natur, meine Hautpflegeprodukte, ich stelle das jetzt alles so nach und nach um. Ich hatte euch das schon mal gezeigt. Ich habe mir das nochmal neu gekauft. Ich finde es großartig, es riecht total frisch,
Es hält bei mir total gut. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also Alverde, Deo Zerstäuber, Wasserminze, Meeresmineralien. Ich finde es geil. Probiert's aus, wenn ihr wollt. Dann habe ich mir eine neue Handseife gekauft, ebenfalls von Alverde, Flüssigseife. An den Geruch muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, finde ich jetzt nicht so lecker, aber das kann auch mit meiner Schemonase zusammenhängen, weil momentan nehme ich manche Gerüche anders wahr als jemand, der nicht in der Schemo ist. Dann muss ich noch ausprobieren, das habe ich mir ebenfalls gekauft von Alverde, einen Reinigungs- oder Make-up-Entferner, Zwei-Phasen-Make-up-Entferner. Muss ich noch testen. Ich hatte ja mir von Garnier das Micellenreinigungswasser geholt. Da aber auch Hormone verarbeitet sind und ich darauf verzichten möchte in meiner Kosmetik, ebenfalls jetzt Naturkosmetik. So, und was ich von einer Freundin geschenkt bekommen habe, das Ganze heißt Mama Glück. ich bin keine Mama, ich werde keine Mama, momentan zumindest nicht, aber diese Creme ist göttlich. Das ist eine Körperbutter, die zieht super schnell. Ich bin so cremefaul und ich habe gerade so eine schöne Haut eigentlich. Total bescheuert. Die Schemo hat mir eine schöne Haut gemacht. Diese Creme zieht mega schnell ein. Man kann sich relativ schnell danach anziehen, ohne dass die Klamotten überall festkleben. Und hält nichtsdestotrotz lange die Haut frisch. Also ich weiß gar nicht anders zu beschreiben. Ich finde sie echt super. Das ist ein ganz tolles Zeug. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, und das waren meine neuesten Produkte, die ich mir gekauft habe. Dann hattet ihr mich gefragt, mach doch mal ein Video, wie du deine Turbane wickelst. Ich bin ja momentan eher auf Tüchern als auf Mützen und Perücken. Ist einfach angenehmer zu tragen, wenn ich meine Hitze-Schwitze-Wellen kriege. Ist es nicht so nass unter dem Kopf. Bisschen auf dem Kopf unter der Perücke. Ich habe euch mal noch ein paar Tücher hier auf dem Schoß mitgebracht. Ich knote mir meistens hier an der Seite etwas, weil ich finde, das hat sowas von einem Seitendutt. Das macht das Gesicht nochmal irgendwie so ein bisschen anders. Und ich habe euch nochmal zwei Schals mitgebracht. Damit wollte ich euch jetzt mal zeigen, was noch so möglich ist. Achtung, Glatze. So, ihr seht nichts. Ist alles glatt und plan und da wächst kein Kraut. Genauso wenig Kraut wächst eigentlich auch da. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ich habe derzeit, ich glaube, hier noch vier Augen, Wimpern und da sind es noch ein paar mehr. Ich schlafe wohl auf der Seite immer und quetsche mir das Gesicht weg. Augenbrauen habe ich auch so gut wie keine mehr. Es lebe der Make-up-Gott. Ganz ehrlich, wenn es den nicht gäbe, ich glaube, ich würde schreien vor mir selber weglaufen. Aber so viel dazu. Ich habe euch mitgebracht einen stinknormalen Paschmina-Schal. Den faltet man. Haha, das ist auch doof jetzt, ne? So ein bisschen. Könnt ihr bestimmt erkennen. So. So ein bisschen über ein Drittel, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gehe ich hin und setze mir das so auf den Kopf, dass diese Seite, die meine linke, etwas kürzer ist als die rechte Seite. Hintergrund ist, wir wollen gleich die rechte Seite einmal über den Kopf legen. Und dann, jetzt muss ich gucken, ich habe das noch nie ohne Spiegel gemacht. Wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so toll. Nehme ich das hier hinten zusammen und mache ganz einfach einen Knoten rein. Da muss man sich so ein bisschen durchfrimmeln. Ich habe da jetzt so ein bisschen Technik mittlerweile schon entwickelt und zieht es fest. So. Tipp, nicht zu fest. Ich habe das die ersten paar Male zu fest gemacht. Dann tat mir immer die Ohren weh nach einer gewissen Zeit. So, und dann sehe ich schon zu, dass ich den Knoten hier so an die Seite bringe. Dann hat man hier ein langes Teil, dann ein kurzes Teil. Man kann das Ding zwirbeln. Ich mache das jetzt in dem Fall nicht, weil das mit Zwirbeln zeige ich euch gleich in einem anderen Schal. Ich lege das dann einfach nur hier so drüber. Dann hat man so ein bisschen Volumen auf dem Kopf und verknote das hiermit wieder. An der Seite. Zack, zack. Da kann man dann ein bisschen fester knoten. Muss man alles ein bisschen ausgetestet haben, ne? So, und dann, ich habe es letztens auch einfach mal so gelassen, drehe ich das eigentlich immer nur hier so um den eigenen Knoten herum, bis da irgendwas
entsteht ein Gebilde, was man so zeigen kann. Wie gesagt, jetzt ohne Spiegel so wirklich, nur in diesem kleinen Display auf dem Handy ist es ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Ja, und zack, ist man fertig, ne? Also eigentlich geht das ganz schnell. Ich sehe mal zu, dass ich diese Schalenden komplett da reinstopfe. Das geht ganz gut. Man kann auch mit Broschen arbeiten, wenn man sich das irgendwie schöner, kunstvoller hinlegen möchte. Habe ich jetzt nicht vor. Mir reicht das Geknote hier an der Seite immer. So, und dann zeige ich euch noch die andere Variante. Das ist jetzt so ein dünnerer Schal. Damit kann man dieses Geknuddel ein bisschen besser machen. Der ist jetzt relativ lang. Der hat so eine schöne glänzende Seite und eine matte Seite. Muss ich gucken, welche ist die richtige? Die ist die richtige. Ich nehme jetzt mal die glänzende nach außen. Hier auch wieder gleiches Spiel. Rechts, nein, links. Bisschen kürzer als rechts. Länger als rechts, Entschuldigung. Stimmt das, was ich sage? Nee, links muss kürzer als rechts. So. Müsst ihr auch ein bisschen selber testen. Man kann auch einfach nur hinten knoten und muss das ja nicht an der Seite machen. So. Wie gesagt, man hat dann. Irgendwann hat man so seine eigene Technik, wie man da hinten den Knoten am besten fasst. Calimero. Ist ja auch schon wieder das Video. So, dieser Knoten wieder an die Seite bringen. So, und dann nimmt man hier den langen Teil und dreht ihn erstmal ein zu einem kleinen Zöpfchen. Das kann man, den kann man enger drehen, weiter drehen, je nachdem, wie man das gerne haben möchte. Oh, ich kriege ganz schnell die Hitzewelle. Diese Hitzewellen, Mann! Schrecklich! So, und dann lege ich mir das immer nicht aufs Ohr, sondern kurz dahinter, weil das nämlich auch über Tag sonst echt unangenehm werden kann. Und dann, gleiches Spiel, knoten wir das hier wieder. Zack. Und dann kann man das nochmal knoten, weil das ja hier ein dünneres Tuch ist, ist der Knoten dann nämlich auch nicht ganz so dick. So. Ich spiele dann immer so ein bisschen mit diesem. Mit dieser Kordel auf dem Kopf, je nachdem, wo ich sie haben möchte. Und dann kann man das hier wieder drehen, dass die anderen Enden, die da so raushängen, und um den Knoten herumlegen. Und eigentlich stopfe ich das immer nur irgendwo rein. Das ist eigentlich alles. Jetzt stopfe ich das mal hier dahinter. So, und dann nehme ich den Rest. Brauche ich da eigentlich Musik? Am besten die von Jeopardy, weil es dauert. Und dann knoten wir das da drum, stopfen das da irgendwo rein und sind fertig. Also, ich mache das eigentlich mit diesen dünnen Schals immer ein bisschen lieber. Erstens, weil es noch ein bisschen luftiger ist am Kopf. Man kann dann hinten hier so ein bisschen rauszuppeln, dass man so ein bisschen Volumen hat auf dem Kopf. Mir ist das nicht so wichtig. Manche Krebspatienten oder manche Menschen, die halt gerade keine Haare haben, möchten das halt nicht, dass man die Kopfform so sieht. Mir ist das relativ schnuppe. Deswegen habe ich da nicht so das Augenmerk drauf. Mir ist halt nur wichtig, dass man das hier, dass das hier vorne schick aussieht, hier an der Seite einigermaßen hübsch ist und that's it. So, ich sehe schon wieder 14 Minuten. Ich muss schon wieder voran machen, mich verabschieden von euch. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne weiter. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr meine Videos kommentiert. Ich freue mich immer sehr über einen Daumen hoch. Ich freue mich auch gerne über neue Abonnenten. Und ich wünsche euch alles Gute. Haltet das Köpfchen hoch, ansonsten fällt das Krönchen runter. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Muss ich mir momentan auch vielleicht noch mal 3, 4 Mal sagen. Das Leben ist schön. Genießt es. Bis bald.